gerade bei jedem Meeting können die Jungs nur 8 Minuten laufen. Martin Sterlich habe ich auch gesehen, der 3:38-Läufer aus Friedrichshafen aus dem Jahre 2013. Und ganz vorne schon der deutsche Meister, ORC Kelle Fürth. Ganz überraschend in Offenburg, vor 2 Wochen deutscher Meister geworden. Und jetzt geht er gleich mal nach vorne mit Kusi Boka, LRC Quelle Fürth. Also, die große Frage kann man unter 7,59 kann man sich da vorne begreifen. Das Potenzial dürfte da sein, aber Potenzial ist das eine. Bedingungen sind super, Publikum auch noch super. Und ich denke, wir nehmen nochmal alle unsere Kraft zusammen. Hier für den A-Lauf, für den Schopplauf über 800 Meter bei den Männern. Also, da habe ich ein bisschen daneben geschaut. Der Hase vorne, dann Martin Sperlich, dann mit der 498 Mehavi Gebreselassie aus Eritrea und alle anderen folgen dahinter. Angang 64, also, das ist in der Richtung 8 Minuten. So sollte es, glaube ich, sein. Mal schauen, wie lange das Hoppelhäschen durchhält und die Jungs in die Richtung 8 Minuten bringen. So, die Pace ist aufgenommen, das Feld zieht sich auseinander. 8 Minuten Tempo, ich hoffe, ihr könnt es lang genug durchhalten. Mit eurer Unterstützung hier wieder auf der Tribüne geraten. Martin Sperlich an zweiter Position mit der 514. Roy Hornweg und Dennis Licht aus den Niederlanden. Sie sind dabei. Und gleich drüben dann die 1000 Meter Durchgangszeit. Die sollte um die 240 sein. Dann sind wir ganz gut aufgestellt. Dann sind wir aufgestellt in eine Richtung um 8 Minuten. Ja, etwa unter 8 Minuten, da beginnt eigentlich der 3000 Meter Lauf bei den Männern. Das muss das Ziel sein bei jedem Sportwetter, das ist ganz klar. Vor allem da eine ganze Menge Deutscher auch dabei sind, aber eben auch internationale Konkurrenz. Und 2:37:21. Wenn man so durchlaufen würde, ist mal 2:37:51. Das wäre doch schon in der Nähe des Mini-Rekords, der schneller als letztes Jahr. Als Andreas Bolter, der Österreicher, knapp vor Arne Gabius gewonnen hat. Ihr erinnert euch. So, jetzt mit der 498, Mervi Gebreselassie. Dahinter mit der 91, das ist der deutsche 10.000 Meter Meister. Dann die Holländer unterwegs. Martin Sperlich noch mit dabei. Und hier in der zweiten Gruppe will man natürlich auch eine ordentliche Zeit laufen. Ganz vorne, da geht die Post ab. Wenn die jetzt Druck machen, der zweite Kilometer, der wichtigste Kilometer eigentlich, das haben wir schon immer gesagt, dann sollte eine Zeit unter 8 Minuten auf jeden Fall drin sein. So, die Pace, die tun auch. Ein Holländer ist dabei, ich glaube, Roy Hornweg. Dann auf jeden Fall die brauchen jetzt die Unterstützung, der zweite Kilometer, das ist das Schwierigste. Da muss man richtig arbeiten. Dennis Licht ist hier vorne mit. Genau, Dennis Licht hat sich nach vorne gekämpft. Der 7. der Europameisterschaft 2012, er in der Spitzengruppe. Also, Gebreselassie, Licht, Sibuka und Sperlich, der sich hier gut hält. Mal sehen, wie lange Martin Sperlich mitlaufen kann, der Trainingskumpel von Richard Ringer, der so eine tolle Entwicklung genommen hat, der Mann aus Friedrichshafen. Und er an vierter Stelle, jetzt ist für ihn natürlich richtig, richtig heftig da vorne, gerade der junge Mann aus Eritrea wegzieht, der HW, den Luxilassi. Und er tut auch. Auf, Fabi! Das haben wir schon bei den 10.000 Metern gesehen, also super den gewonnen hat. Und die Jungs beschleunigen noch einmal. Wir kommen gleich zu den 2000 Metern.
Auf Lukas, komm, auf, auf! Genau. Herr Hardy gibt es in Assi, aus Eritrea, vor dem 10.000 Meter Meister, vor dem Holländer, vor Sperling, Durchgangszeit. Jawohl, 5.17, damit kann man immer noch eine 7.53 laufen und selbst die zweite, dritte, vierte Position kann hier noch unter 8 Minuten laufen. Jungs, auch geht es, noch 900 Meter. Ganz vorne, der Hardy gibt es in Assi. Da dürfte fast nichts mehr passieren. Dann der deutsche 10.000 Meter Meister. Dann Dennis Licht, 8,37, 83 und 3.000 Meter ist schon gelaufen. Und dann Martin Sperlich, der 3,38 war über 1.500 Meter. Der scheinbar jetzt wieder eine gute Saison beginnt. Und wenn er hinten dran ist, kann er sich in dem Sport dann noch einiges machen. 6 Minuten sind um. Also jetzt geht es zur Sache, die letzten 700 Meter für eine Zeit unter 8 Minuten. Kommt Jungs, come on! Der Harvey, jawohl! Sibuka, Dennis, Martin, jetzt geht Dennis Licht nach vorne, der Holländer. Und Martin Sperlich geht am 10.000 Meter Meister vorbei. Der hat die 10.000 Meter noch in den Knochen. Vor 2 Wochen natürlich in Ortruf, als er überraschenderweise vor Yannick Arbogast gewonnen hat. So, gleich geht's in die letzte Runde. Wir schauen mal auf die Zeit. Ja, eine Zeit unter 8 Minuten auf jeden Fall. Es wird eine 57 hoch, denke ich mal. Und auch für Dennis Licht sind noch nur 2 unter 8 drin. Und für Martin Sperlich, der braucht jetzt eine 62. Runde. Der Harry gibt es jetzt auf die letzten 300 Meter. Dennis Licht, der kommt daher geflogen. Und wir freuen uns auf den ersten Deutschen, Martin Sperlich, der 500 Meter Mann. Hier macht er was für die Grundlagenausdauer. Dann Sibuka. Und dann mit der 104, das ist Jan Arbogast. Vielleicht kann er das jetzt umdrehen. In Ortruf über 10.000 Meter war er knapp hinter dem Mann vom LRC Quelle Fürth. Jetzt auch noch. Und wir schauen nach vorn. Der Einlauf ist relativ klar. Welche Zeit aber? Wer Harry gibt es in Assi? Der ist nicht. Der kommt noch einmal. Martin Sperling. 7 Minuten 48. Ja, das reicht, Becker. Das können wir schon mal sagen. Der war auf jeden Fall in 7 Minuten 56.